Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein WG-Haus für Studierende in Brightchester. Dies ist Teil 9. Und hier in dem Geschoss habe ich jetzt noch ein freies Zimmer, das noch auf Einrichtung wartet. Also natürlich auch noch hier dieses große, aber das richtet ihr ja ein. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und hier hatte ich ja schon so ein bisschen einen auf ärmlich gemacht, aber so richtig wie vom Sperrmüll sieht eigentlich nur diese Kommode aus. Und ich dachte mir, ich mache hier jetzt ein Zimmer, das so richtig Sperrmüllmöbel hat und auch nicht zusammenpassend. Und ja, also für jemand ohne Farbvorliebe, sondern der sich seine Sachen oder die sich seine Sachen, die sich seine Sachen, ja toll, die sich ihre Sachen tatsächlich irgendwie vom Sperrmüll geholt hat. Und da müssen wir mal gucken, wie ich das hinkriege. Es muss jetzt nicht unbedingt das Billigste hier sein, es muss nur all aussehen. So. Dies hier ist für den Zweck, glaube ich, viel zu modern. Ich meine, man könnte hier zum Beispiel die reduzierte Liege nehmen. Und wie ist es mit dem? Ich gucke mal, ob es irgendein Bett gibt, was so abgeschabte Farbeinstellungen hat. Also es gibt ja manche Sachen, die gibt es in schick und mit abgeschabten Farben. Das hier gehört da, glaube ich, nicht dazu. Das sieht eigentlich durchaus wohlgepflegt aus. Gut, das kommt nicht in Frage. Na, na, na. Ich glaube, auch dieses hier ist eher wohlgepflegt. Ja. Dies hier ist gleich ein Doppelbett. Und ich habe nicht mehr ganz in Erinnerung, ob es das auch in abgeschabt gibt. Nee, auch alles schicke Farben. Und ich denke mal, auf das hier trifft das auch zu. Das wäre auch viel zu wuchtig, dieses Bett. Tja, ich glaube, dann nehme ich dieses hier, weil das sieht so richtig schön trostlos aus. So. Und trotz allem braucht man natürlich irgendwie einen Schreibtisch. Da müsste es was geben. Oh, aber ich habe ja hier auch auf Base Game beschränkt. Das macht es natürlich schwieriger. Den hatten wir ja schon. Geht's den vielleicht abgeschabt? Ich glaube, diese abgeschabten Sachen haben die erst später angefangen. Man könnte vielleicht diesen hier nehmen. Der sieht so ein bisschen zusammengeschustert aus. Aber auch nicht wie vom Sperrmüll. Ich guck mal bei den Esstischen. Ich meine, man könnte auch so einen nehmen. Als Schreibtisch. Ja. Das sieht schön und unpassend aus. Und es funktioniert als Schreibtisch. Habe ich schon öfters gehabt. So, jetzt brauchen wir einen Stuhl, der oll genug aussieht. Ich meine, in der Praxis sind solche Stühle meistens sehr oll. Die gibt es für 10 Euro und die, ja, brechen auch mal zusammen, wenn man sie zu schwer belastet. Aber ich denke mal, man sollte da tatsächlich so einen weißen nehmen, weil die halt typischerweise so weiß sind.
So. Weil so einen typischen Sperrmüllstuhl finde ich jetzt hier nicht. Ich guck mal, ob der vielleicht auch in abgeschabt zu haben ist. Nein. Dreh dich mal wieder rum. Wir wollen die Farben durchgucken. Nein, das sieht alles sehr schön aus. Also nehmen wir den. Kommoden gibt's ja welche. Da hatten wir ja schon diese. Und nehmen die einfach in einer anderen Farbe als in dem anderen Zimmer. Doch, bleiben wir gleich bei diesem hier. Und da müssen wir ein bisschen mehr nach links gehen, dass das überhaupt passt. Ja, das ist jetzt schon sehr schön trostlos, der arme Student oder Studentin. So, jetzt brauchen wir hier noch einen Nachttisch, der diesen traurigen Eindruck verstärkt. Da wäre doch dieses hier optimal. Gucken wir mal, was es da für Farben gibt. Ich nehme mal den hier, weil der passt so wenig zum Rest. So, schieben wir hier ran. Ah, es gibt hier auch noch diesen da. Der sieht aber auch viel zu schick aus. Ja. So, wir haben hier doch auch noch so einen Tisch gekriegt, aber ich fürchte, der ist viel zu groß. Der sieht aber so richtig schön abgewatzt aus. Na, dann kommt man nicht mehr zum Bett hin. Das macht leider gar keinen Sinn. Selbst wenn man hier eine Menge Platz noch für Tisch opfern wollte. Was brauchen wir denn noch? Bücherregal brauchen wir noch. Das könnte man hier hinstellen. So. Und könnt ja auch mal so ein Kallax nehmen. Das Liebkosungsbücherregal. Ah nee, hier, so eins. Die sehen ja schön oll aus. Da könnten wir dann auch gleich zwei von wählen. In verschiedenen Farben. So. Na toll, die wären doch eigentlich prädestiniert dafür, direkt nebeneinander zu stehen. So spindmäßig. Und dann haben sie so einen großen Abstand dazwischen programmiert. Nun gut. So. Sie passen aber beide hin. Ja. Tja, bringen wir hier noch einen Kühlschrank unter? Es muss ja eigentlich nicht jeder einen Kühlschrank im Zimmer haben. Aber vielleicht eine Kaffeemaschine. Ein kleines Tischchen und eine Kaffeemaschine drauf. Wobei ich fürchte, es muss eine Theke sein, um eine Kaffeemaschine draufzustellen. Ich probiere es hier mal mit kleinem Tischchen. Ja, oder nehmen wir lieber sowas hier, weil das passt ja gar nicht. Ja, jetzt ist auch noch hier meine Filterung raus. So. Tja, das ist schön und gediegen. Unter Wasser verschämter Nachttisch. Nee, das ist dann wieder so ein Nachttischdings. Das sieht in diesem Kontext schön oll aus. Und ich gucke jetzt mal, ob die Kaffeemaschine bereit ist, sich da drauf zu stellen. Nee. Ganz und gar nicht. Und heruntergekommene
Theken gibt es nur in Großstadtleben. Tja. Nee, dann nehme ich lieber einen so einen Mini-Kühlschrank. Und stell da die Kaffeemaschine drauf. Ja, bleiben wir doch gleich bei dem. So. So, und dann kommt hier noch ein voller Mülleimer daneben. Und hier in die Ecke stelle ich vielleicht eine Gitarre. Und eine Staffelei. So, armer Künstlertyp. Da gibt es ja auch welche, die schon etwas betagter aussehen. So. Na, das wird doch hier jetzt ein ziemlich durchgängiges Konzept. Die Gitarre passt da tatsächlich noch hin. Ja. Mal gucken, ob ich die noch so ein bisschen verschieben kann. Ja. So. Na, das ist doch prima. Gut. Oh, und ein Computer. Da nehmen wir dann auch den billigen. Weil alle sollten in der Lage sein, in ihrem Zimmer irgendwie am Computer zu arbeiten. Okay, wir brauchen noch einen Teppich. Und hier ist sogar noch Platz für eine Zimmerpflanze. Was habe ich denn vergessen? Also Bett, Klamotten, Computer, Bücherregal, Imbiss, sogar Kreativität. Ja. Hier ist sogar weniger drin, keine Kreativität. Ja, dann ist da jetzt Platz für Zimmerpflanzen. Ich könnte natürlich auch hier. Ah, oh, die Bücherregale gehen ziemlich weit nach hier. Dann kann ich da noch so einen ollen Sessel hinsetzen. Prima. Zum Lesen. So, und dann nehmen wir gleich dieses grässliche Grün. Und gucken, ob wir auch was finden, was genauso oll aussieht, aber nicht ganz so weh tut. Ja, das ist zu schön. Muss schon das hier sein. Dass man da irgendwie das große Schaudern kriegt. So. Gut. Da haben wir jetzt natürlich keine Ablage für Bücher. Ich guck mal, was ich da noch so schieben kann. Ja, der lässt sich ziemlich weit nach links schieben. Die hier. Oh, das ist gut. Da passt dann noch ein kleines Tischchen hin. So. Ich glaube, dieses hier neigt auch zum Ullsein, ist aber zu groß. Schade. Ich meine, ich könnte auch noch so eins nehmen und anders einfärben als beim Bett. Wie ist das da? Oh ja, Senf, trauriges Senfgelb. Dann machen wir das hier. Jo. Direkt so. Und da legen wir dann ein Buch drauf. So. Gut, ja, das passt. So. Gibt es auch noch eine olle Wandlampe? Nee, das machen wir gleich. Jetzt gucken wir erst noch nach diversen Dekosachen. Für hier drauf.
auch irgendwas, was so dieses Ullgefühl ein bisschen verstärkt. Oder das ist gar nicht schlecht. Ja, das ist sogar cool. Jetzt gucken wir mal, in welchen Farben das noch so gibt. Ja. Ja, da hat man schöne Auswahl. Naja, nicht sehr groß die Auswahl, aber man kann da verschiedene Stapelchen mitmachen. Gut, und passt hier noch so ein Stifte-Dings? Nein, passt da nicht. Eine Nachttischlampe. Na, erstmal ein Teppich. Buh. Schauder, Schauder. Ja, der wäre, glaube ich, durchaus angemessen. Jetzt gucke ich noch mal hier nach diesem da. Der ist so ein bisschen klein. Und der da. Ach, das ist der. Und dieser Uniteppich ist für das Zimmer zu groß. Was ist denn mit dem? Nö. Oder hier dieser, ein magischer Teppich. Ich dachte mehr so alter Berberteppich vom Sperrmüll. Gibt's da nur die eine Farbe? Ja, warum eigentlich nicht? Ich wollte hier ja nicht zusammenpassende Farben haben. Gut, dann gucke ich jetzt mal bei Beleuchtung. Tja, spontan wollte ich hier dieses nehmen, aber das soll ja kein altmodisches Zimmer sein, sondern ein Sperrmüllzimmer. Also zumindest teilweise Sperrmüll. Sowas würde ich mir auch nur vom Sperrmüll holen, wenn ich sehr arm wäre. Aber ich denke mal, andere sehen das wahrscheinlich anders. Hier, da. Uropas Lampe. Das ist genau das Richtige. Nehmen wir die in dieser Farbe. Das ist schön unpassend. Und jetzt noch eine Hängelampe. Das ist hier Deckenlampe von Haushaltsausschuss. Das würde so vom Anspruch her schon passen, aber es ist fast zu stylisch. Obwohl, ich meine, man findet ja oft die coolsten Sachen auf dem Sperrmüll. Ups, nein. So. Jetzt wäre noch ein Bild ganz schön, falls wir da noch was Passendes finden. Gibt's hier Poster mit Knick? Ach, vielleicht können wir hier schon einfach ein Uni-Poster hinhängen. Und das mit der Gitarre natürlich. Und jetzt noch Vorhänge. Und da dachte ich schon an irgendwie so Notfallbevorhangung. Gardinen der Illusion. Ja, das ist gut. Und diese hier. Gut, perfekt. Oh, ich brauche auch noch eine Tapetenfarbe. Da ist das hier, was wir haben, viel zu nett. Neureichlamellen. Nee, das wäre eher so
Das ist doch passend. Gucken, ob man das ein bisschen tiefer kriegt. Nein, das will da hängen. Okay. Und jetzt, wir haben ja ganz viele solche leicht trostlosen Tapeten. Da finden wir bestimmt was. Das sind die, die ich sonst immer nicht nehme, weil ich sage, da ist ja oben dreckig oder so, sowas hier. Das ist ja natürlich, das ist der Hohn. Es ist auch schon ziemlich krass. Ich guck mal, was sich da sonst so findet. Nee, das ist irgendwie noch zu ordentlich. Wo sind sie denn alle? Sonst sind da immer ganz viele, wo ich sage, nee, das ist oben so schmuddelig, so dreckig. Klassifizierte Wände. Oh, das ist irgendwie der totale Neurotiker. Der seine Wände mit. Und das ist auch richtig krank. Nee, hier wollte ich doch. Nee, das passt nicht. Die war mal teuer, die Tapete. Einfach und doch geschmackvoll. In verschiedensten Farben. Ja, hat aber nicht diesen vergilbten Touch. Dann gucke ich hier noch mal. Da ist irgendwie schon das hier gut geeignet, aber dieses hier sieht auch reine Begeisterung. Ich meine, okay, das wäre so ein Fall von, wir hatten leider kein Geld, um die Wand anzustreichen oder zu tapezieren. Wir haben sie so gelassen, wie es ursprünglich war. Auch wenn's Oll ist. So, und ich denke mal, die Spinnenweben und die Risse in den Wänden, die gibt es nicht beim Basisspiel, sondern bei den Vampiren. Na, dann hat der Bewohner hier aber noch mal Glück gehabt. Gut. Ich denke mal, das wäre dann dieses Sperrmüllzimmer. Ja, und das ging jetzt auch mal erstaunlich schnell. Gut, also in Sperrmüll kann ich flott einrichten. Das ist doch was. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.